Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS17 Force. Bin gerade unterwegs mit dem, naja gut, da sieht man leider nicht so gut, mit dem Buffalo. Und sammle schon mal die Stämme ein, die ich letztes Mal gefällt habe. Die Stämme, die Bäume. Und die werden wir jetzt auch am Forstweg rechts, links, halt wo Platz ist, so ein bisschen auf Polter legen, dann kann ich später mit dem LKW die dann zum Hof transportieren. Schon leider heute ein bisschen spät. Deswegen gehört das so ein bisschen Nachtarbeit. Ich glaube, alle werden hier nicht mal raufpassen. Ich glaube, das ist aber auch Duster. Komm, ein oder zwei packen wir noch auf, weil ich jetzt halt greife. Bringen wir die erstmal weg. Entschuldigung, Ahorn. Ah, hier habe ich schon. Wo sind die denn? Hier. Warte. Moment. Ah, hier habe ich schon so ein paar. Wo sind die denn? Da. Hier habe ich schon mal so ein paar hingeschmissen. Ich will erstmal so etwas klein rauf machen. Ich will mal gucken, wie der LKW, die der nachher greift. Deswegen mal jetzt. Hier nehme ich erstmal einen Haufen. Oder mache ich mal wieder einen Haufen. Hier habe ich auch ein bisschen mehr Platz. Weil ja immer leider dieses Thema ja leider ist mit, wenn man zu viele Stämme an einem Ort hat, fängt das ja irgendwann an zu ruckeln. Und hier kommen wir jetzt zusammen, hier ist das Waldstück ja auch größer.
So, erstmal ein paar immer so nebeneinander. Warte mal, der eine hier. Den da raus. So. Packen wir die hier auch noch daneben. Euch schon mal gut alles. Ah, nachts ist echt doof. Warum ist die Nacht auch immer so dunkel? Weil wenn man so guckt, man sieht nix. Aber es war auch gut so, vorher war da ziemlich hell, fand ich immer, die Nacht. Aber jetzt braucht man wirklich diese Arbeitslichter. Muss man ja leider sagen, ist der Buffalo ein bisschen schlecht ausgestattet. Da ist der Scorpion King, also der Harvester, ein bisschen besser ausgestattet. Ah. Ach stimmt, ich bin ja wohl einmal ausgestiegen. Deswegen. Ich habe mich eben gerade gewundert, warum das so noch so ein bisschen duster ist. Ah, so ein bisschen im Bogen gepflanzt, wollte ich gerade sagen, gelegt. So. Gar nichts. Na, guck mal, ist schon ein bisschen heller hier. Stimmt ja, wenn man immer aussteigt, dann gehen ja Teile der Lichter aus. Böse. So, diese beiden Runen eigentlich in der Mitte könnten weg. Die brauche ich nicht.
So. Oh ja, bei der Produktion muss ich auch mal nachgucken. Presswerk müsste langsam wirklich schon fertig sein. Bei der Paletten, bei der. Oh, der wollte gerade fallen. Sägewerk, da sind ja jetzt immer zwei. Weil hier das eine, was ich hatte als platzierbaren Objekt, da war ja immer bloß eine Palette. War, also ist ja glaube ich jetzt ein Update von dem. Sind ja jetzt zwei. Bevor er halt wieder aufhört zu produzieren. Alter, Presswerk ist das schnellste. Deswegen brauche ich von dem ja bloß eins. Deswegen habe ich ja für die Holzkohle. Also, ja, Holzkohle und. Anzünder. Halt zwei schon mal hingesetzt. Ups. Ja, passt das. Irgendwie muss ich hier lang. Ja, genau, da ist die ein. Ja, genau hier. So. Ja, denn nicht. Du kommst da unten rein. Halt auch erstmal den hier. Weil die kleinen dünnen kriegt man immer da unten so schwer raus. Mal doof. Hier so ein X, das sollen die. So. Ja, mal rüber über den Stamm. Stuppen. Entschuldigung, nicht Stamm. Dann stuppen. Die beiden da will ich nur. Nein, dich nicht. Nicht runterfallen. Schön da bleiben. So. Rand. Auch nicht.
So, es ist die. Noch die kleinen Zahnstocher hier. So. Das hier noch? Nein. Na. Komm her. Na toll. Wunderbar. Bis jetzt läuft's ja gut. So. Uns mal hier die Beine dicken. Hey, komm, diese paar hier gehen auch noch auf. Da bin ich auch mal nachher gespannt, wie viele so eine dünnen Dinger noch rumliegen. So. Ich da noch rauf? Ja. Ja, am Tage ist echt besser. Man kann ja mal kurz gucken. Gefällte Bäume 248. Boah. 248, dann immer so drei Stämme pro Baum, weil manchmal sind dabei ein 5 mal nur eine, sagen wir mal drei Stämme. 250 sind 5. 700 Bäume, 700 Stämme müssen aufgeladen werden oder sind schon Teile. Also so ein paar. Da ist er noch. Mal wie schön sauber der noch ist. Und der
Der Harvester müsste hier irgendwo stehen. Genau. Also quasi hat er so ein paar Spuren Vorsprung. Aber jetzt geht er ja weit nach da oben. Ich werde denn jetzt auch die Stämme mal wieder zum Platz bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich natürlich beim nächsten Mal euch wiederzusehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder einen guten Morgen. Macht's gut, Leute.